Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind hier in Folge 129 dabei, diese wunderbare Mission abzuschließen, die Lukas grandios beendet hat in der letzten Folge. Und hier sieht man, wir haben natürlich alle Feinde getötet, na fast, und trotzdem gewonnen. Makellos mal wieder. Haben ein bisschen Glück gehabt, natürlich. Das gehört auch immer zu makellos dazu, dass man nicht einfach überrascht wird von irgendwelchen Agency aus dem Dunkel auf einen herabstürzen oder so etwas. Und auch das Andromedon, unseren neuen Gegner, den wir in der vorigen Mission kennengelernt haben, haben wir bewältigt. Beziehungsweise Lukas hat das für uns gemacht. Grandios. Wunderbar, vielen Dank. Und apropos Lukas, der ist auch wieder dabei in dieser Folge. Moin. Und wird uns hier begleiten. Und Alex ist jetzt am Steuer. Und was hast du für heute geplant? Ich werde Schabernack auf der Weltkarte treiben, denn die Mission ist ja fertig und das heißt, ich kann ein bisschen Kontakte herstellen und je nachdem, wie schnell ich bin, kriege ich vielleicht neue Vorräte, die ich ausgeben kann. Vielleicht gibt es auch jetzt Ja. schon Vorräte, die ich ausgeben kann. Wir haben ja einen Beutezug hinter uns. Mal schauen, was die Belohnung ist. Was hat Lukas uns hier eingesammelt? Einen schwarzen Bildschirm. Aha! 100% Trefferquote. Sehr, sehr schön. Siehst du es Am auch? häufigsten angegriffen, niemand. Ja, genau. Irgendwas ist da, weiß ich nicht genau. Meisten Angriffe ausgeführt, mal wieder Song Hong, wie immer. Ach so, genau. Ach ja, stimmt. Der macht den Ach, Final genau, Kill. das ist das, was. Ja, hier, das ist ja, wie oft man selber angeschossen wurde. Am meisten Angriffe ausgeführt. So, hat er nicht auch nur einmal geschossen, Song Hong? Im letzten Zug wieder? Ja. Ja, irgendwas. Ich weiß nicht, Song Hong ist ein Hacker. Der Ganz hackt sich viele. immer in die Kampfstatistik. Am meisten Fehlschüsse weiß ich genau, wer das war. Ja. Aber dafür gibt es keinen Preis, ehrlich gesagt. Ja, Trefferquote 100%. Also. Stimmt, hä? Ich finde das ein bisschen komisch, diese Statistik links. Die zählt wahrscheinlich nur die aktiven Angriffe, ne? Also kein Feuerschutz und so. Ja, wahrscheinlich. Und obwohl wir fast immer mit Feuerschutz angreifen, ich meine, was sagt Ja, wir das machen denn immer nur aus? Feuerschutz und schmeißen dann Granaten, weil die treffen ja. Ja, genau. Und Feuerschutz Nicht ein Fehlschüsse einziger zählen nicht. Verlust verzeichnet, Commander. Hoffentlich verlaufen alle Einsätze so gut. Cool, also die Beförderung hier von Song Hong habe ich mitgekriegt. Die von Fabrizio habe ich verpasst. Song Hong ist jetzt ein. Was kommt nach Captain? Weiß nicht. Major? Ja. Er ist Phantom und nimmt die sichere Deckung. Wenn du in dieser Runde nicht angegriffen hast, gehst du automatisch in Deckung. Das ist, ja, auch nicht schlecht. Ja, komm, unantastbar ist Also noch nichts nichts. dagegen. Na gut. Ja, unantastbar ist vielleicht ein bisschen besser, aber er ist halt der Speer. Wir haben uns ja entschieden, dass wir reine Speer und reine Stürme, Stürme, ja. Stürms, Genau. Sturms, reine Sturms machen. Deswegen nehmen wir jetzt auch die sichere Deckung. So, selber schuld. So, jetzt muss er noch Colonel werden. Und Fabrizio wird auch Major. Major schwerer Schütze lernt den Schusshagel. Entfache einen Kugelhagel, der dein Ziel garantiert trifft, aber eine Menge Munition verbraucht. Das ist gar nicht so schlecht, vor allen Dingen für Fabrizio, der ja oftmals nicht so eine hohe Trefferchance hat. Okay, das ist das gleiche wie Kettenschuss, nur auf einen Gegner statt auf mehrere. Nee, Kettenschuss ist ja, wenn du triffst mit einem minus Ja, 15%, dann stimmt. schießt du direkt nochmal. Ach, das war das, ja. Und das ist, du schießt einfach deine komplette Munition leer und triffst aber auf jeden Ah, Fall mit ja. dem Schuss dann. Dann habe ich das. Was war denn seine Fähigkeit, dieses mit dem. Dass er irgendwie so einen Kegel schießt? Ist das seine Waffe? Kegel? Fabrizio kann doch diese Fähigkeit Ach, das ist der aktivieren. Shredder, ja, das Der ist der Schredder. Shredder. Die schwere Waffe. Das ist der. Die Waffe, ne? Ja. Die aktiviert das, okay. Genau. Alles klar. Na gut, dann. Schusshagel, sehr schön. Gut, Schusshagel gekauft. Go. Major Moretti. Sie haben sehr, sehr gut gekämpft. Aber was ist hier mit Corporal Hernandez? Der kommt erstmal direkt raus. Der hat auch schon, was war da, vier Einsätze und zwei Kills? Mann, Mann, Oh Mann. Mann, ey. 164 Vorräte. Alex kann wieder Geld Wow, ausgeben. genau, das haben wir alles eingesammelt. Sehr schön. Ganz toll. Da kann ich mich richtig austoben. Gib ihm. Naja, wir haben zwei oder drei Vorräte. Mal gucken. Darf ich was bauen? Ja, klar, wenn du was hast, was du machen willst. Ja, ich habe was, was ich machen will. Da oder da? Da.
hoffe, das ist gut. Vielleicht ist es nicht gut. Mal sehen. Ich baue da hin. So, wir haben ja nicht genug Geld oder nicht genug irgendwas. Nicht genug Energie. Mann, ich wollte das Psi-Labor bauen. Da können wir nämlich die Rekruten zu Psi-Soldaten ausbilden und das ist toll. Okay, was ist denn... Wie kriegen wir denn mehr Energie? Wir könnten doch zum Beispiel... Gehen zum Energierelais und legen eine Leitung. Ja. Ja, ich baue uns eine Energieleitung. Dann haben wir ein bisschen mehr Energie. Und dann können wir später auch nochmal die Illyrium-Leitung bauen, wenn wir unbedingt Energie brauchen. Ja, mach mal. Energierelais verbessert. So, hätten wir jetzt genug Energie, wenn wir genug Vorräte hätten. Wieso haben wir denn 27 für 32 jetzt? Ich dachte, wir hätten dann mehr. Haben wir nur um wie viel folgt? Um 2 nur? Ja, das hat halt nicht plus 9 gemacht, sondern von 7 auf 9 sagen dann oder wie auch immer. Na gut, das reicht ja theoretisch. Aber wir haben nicht genug Vorräte. Ja, jetzt haben wir nicht genug Vorräte, das ist egal. Dann baue ich das später. Haben wir denn noch, wir haben auch für das weitere Verbessern nicht genug, da braucht man 150. Dann baue ich halt nichts. Mir doch egal. Warum mache ich das halt nicht? Warum gebe ich die Vorräte halt anders aus? So, was, da will ich gar nicht hin. Wo will ich denn die Technik abteilen? Was kann ich für Sie tun, Commander? Du kannst mich mal in den Testbereich schicken, bitte. Ich würde gerne hier was machen. So, oh, guck mal, wir können den Spinnenanzug bauen, der so cool ist, weißt du noch? Kostet nicht mal Geld. Nur 7 Tage. Schädel, nö. Jetzt geht's hier. Was wollte ich denn jetzt nochmal bauen? Du wolltest noch irgendeine bestimmte Munition haben. Rüstung. Kann ich eine Rüstung bauen? Ja. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Wir rufen von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Ja. Will ich noch mehr bauen? Nö. Erstmal noch nicht. So, dann. Hey, wo ist denn die Guerilla-Taktikschule? Ich hab das vergessen. Waffenkammer? Waffenkammer. Genau. Guerilla-Taktikschule. So, wollen wir hier noch was kaufen? Jetzt haben wir gerade Geld, wo eigentlich geplant war, dass wir kein Geld haben. Das war Blitzangriff nochmal. Blitzangriff, hattest du mal gesagt, findest du gut, oder? Ja, aber ich weiß gerade nicht, mich fand ich glaube ich alle ganz gut. Das Ding glaube ich, fand ich gut. Ja, genau, das war mein Favorit. Aber hast du jetzt einfach mal geholt. Ja. Ist aber lieb. War ja dein Favorit. Okay. Super. Das war Druckstand halten, ne? Ist aber nur für Spezialisten, das weißt du, ne? Ja, okay. Gut. Apropos Spezialisten. Wie lange dauert es denn jetzt noch? Da. Ein Tag. Ein Tag noch. Malakor, warum einen Tag hast du hier irgendwie Carlos reingelassen in die Mission, der total unnütz war. Aber trotzdem danke, dass du dabei warst, Carlos. Wertvoller Soldat. So, ein verlassenes Lager gibt uns für 5 Tage Wartezeit. Informationen machen wir nicht jetzt. Wir haben andere Sachen zu tun, die viel wichtiger sind. Ja, wir haben nämlich noch 4 Tage bis zur nächsten Vorratslieferung und da könnten wir nämlich unsere Einnahmen ein bisschen erhöhen noch. Richtig, wir haben jetzt 742. Das sind 10 weniger als gedacht wegen des Energierelais, was ich besser gemacht habe, ne? Das kann sein, ja. Aber die Betriebskosten waren 20. Kann das sein? Genau, so neue Einnahmen, 142 Vorräte, das heißt jetzt haben wir 813, das ist doch gut. Sehr gut. Dann mache ich Kontakt. Jo. Let's go. Setze Kurs auf den ostamerikanischen Bezirk. Ja, komm, 3 Tage. Let's go. Nicht 5. Go, go. Mann. Na gut. Naja.
Wir haben es ja nicht eilig. Lokalen, regionalen Kontakt. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Wieso hättest du das Ergebnis nicht vorhersagen können? Das stand doch da. Wir konnten das. Also wir wussten, dass die Sturmkanone rauskommt. So, alles klar, toll. Hast du gut gemacht, die Sturmkanone. Ja. Wir wissen es jetzt immer noch nicht, aber es ist, glaube ich, immer noch die Schrotflinte, oder? Vermutlich. Wir brauchen das Geld, um die kaufen zu können. Großflächig durch Löchern. Ja. Klingt nach sowas. So, was diesmal? Was hätten Sie gern? Ich weiß nicht, ich habe das letzte ausgesucht. Vielleicht könnt ihr beide ja mal überlegen, was wir als nächstes machen wollen. Lukas, was würdest du gerne hiervon erforschen, wenn du Dr. Teigen wärst? Ja, also ich bin natürlich ganz klar dafür, ein Alien zu zerlegen. Also darfst du dir die Autopsien aussuchen. Okay, also Berserker, Chrysalin oder Andromeda. Dann muss ich mal ganz kurz gucken, was gibt es denn? Verschiedene Verbesserungen für unsere eigenen Truppen führen könnte. Vielleicht sogar zu wenig zur Steigerung ihrer Kampflust. Ach, das ja, okay. Chrysalidenautopsie. Geisterung klingt an. Wege zur Erschaffung einer Rüstung aufzeigen, die Feinden aktiv Schaden zufügt, wenn diese im Kampf angreifen. Ah, ja, ja, ja. Andromedon, Substanz eines, als Teil eines explosiven Waffensystems. Oh, Waffensysteme! 6, 5, 4, ja, darf ich trotzdem die 6 nehmen? Klar. Das ist doch auch unsere neueste Leiche, die wir da haben, ne? Oder Wrack. Richtig, stimmt. Genau, und da kommt bestimmt was Gutes bei raus. Wie bereits von Shen vermutet, scheint es in der Tat so zu sein, dass diese Kreatur nur innerhalb der Grenzen ihres massiven Schutzanzugs lebensfähig ist. Zum Leidwesen unserer Truppen stellt der Anzug selbst, auch unabhängig vom Status seines Trägers, eine starke physische Bedrohung dar, wie wir zu unserem Erstaunen auf dem Schlachtfeld feststellen mussten. Das haben nicht alle von uns festgestellt. Einige von uns töten die einfach mit einer Granate. Ja. Super, Forschung. Let's go. Was ist hier los? Untätiges Personal. Ach so. Ach so, weil der Tag rum ist, ne? Ja. Wie eilig haben wir es hier? 11 Tage? Dann können wir eigentlich nochmal hier jemanden reinstellen, oder? Ist Werkstatt-Gremlin, dann können wir es doch nicht. Nee. Mach ich nicht. Ich habe keine Lust, hier jetzt ewig rum zu jonglieren. Wir haben 11 Tage Zeit, kein Problem. Und ein Vorräte! Für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Sie okay. haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Alles klar. Oh, stimmt. Neue düstere Ereignisse. Die nächste Einrichtung wird in voraussichtlich 5 Wochen gebaut und der nächste Vergeltungsschlag in 9 Wochen erst. Nee, in 7 Wochen. So, oh, die UFO-Jagd. Die UFO-Jagd, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Da hast du keine Lust zu. Nee, überhaupt nicht. Aber was ist denn, dass die Vipern geschossen sind? Egal. Nein, ist egal. Egal, wir haben bestimmt noch die Guerilla-Mission, wenden dann das UFO ab, gut ist. Richtig? Ja, vermutlich machen wir das so, genau. Auf das UFO haben wir nicht so richtig doll Bock. Wie die Guerilla-Mission spawnen nicht. Erst Kontakt oder erst Vorräte? Vorräte. Vorräte. Ja, 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 ja. Weiß ich doch. Hab doch gerade gefragt, erst Kontakt oder erst Vorräte. Da habe ich wohl gefragt, weil ich wusste, dass wir da noch nicht fertig sind. Wir müssen nämlich die Sturmkanone noch kaufen. Für die nächste Mission, finde ich. Und was noch? Und die Psio, irgendwas mit Psi. Das Psi-Labor. Psi-Labor, genau. Das ist so wichtig. Du. So, wir wollen unsere Vorräte nicht ausgeben für irgendwelche Leute, die vor irgendwelchen Fahnen rumposen. Hast du gesehen, es war ein Major verfügbar, ne? Ja, ja, ja. Ein Major. Wir machen unsere Major selbst. Wir sind gerade mal auf Major gelevelt. Das ist krass, oder? Das ist die zweitbeste. Ja, das ist ziemlich gut, das stimmt. Kostet wahrscheinlich auch Unmengen Geld wahrscheinlich. 400. So, jetzt darf ich das Psi-Labor bauen, ne? Also hier oder da? Ja, das sieht gut. Wenn du und raus bist, baust da rein. Hab mich umentschieden, doch wieder hier.
So, ein Psi-Labor dauert 21 Tage. Macht nichts. Claudius, Commander, unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Ja, das ist ja Timos oder Lukas Problem in der Zukunft. So. Genau, wollen wir das jetzt noch bauen für 150? Dann haben wir keine Energieprobleme. Oder lassen wir das erstmal so und haben dann 150 Vorräte mehr? Ich weiß nicht, also alternativ würden wir einen weiteren Energie, wie heißt das hier, noch mehr bauen mit Energie und das würde uns vielleicht statt vier weiteren Energie einfach maximaler Energieverbrauch erreicht. Nee, drei. Drei bringt das nur? Ja. Ich glaube, wenn du da was, musst du da Ingenieure reinstellen oder irgendwie konnte man das verbessern. Okay, na gut, dann okay, um vier. Brauchen wir das jetzt? Können wir vielleicht später machen? Ach, wir können auch hier einen Ingenieur noch reinstellen, dann wird das noch besser. Ja, dann können wir da irgendwann, wenn mal Not am Mann ist, stellen wir da einfach einen Ingenieur rein. Ja, du kannst doch Gremlins, oder? Die kommen ja da. Wir haben gerade keine übrig, oder? Das kann gut sein, wir aber sind gerade alle beschäftigt. Wir können den aus dem fortschrittlichen Kriegszentrum rausholen und den da reinstellen. Im Moment ist niemand verletzt. Ich mach das mal. Den kriegen wir aber nie wieder raus, ne? Wahrscheinlich. Werkstattkrank. Wen kriegen wir nie wieder raus? Hier. Ja, den Gremlin, ja. Wenn dann jemand verletzt ist, kriegst du den da ja kaum raus, weil der ja dafür sorgt, dass mehr Energie vorhanden ist und wir die nicht mehr abziehen können. Naja, dann müssen wir wen anders ins Kriegszentrum stellen. Vermutlich, ne? Ja, wird schon. Passt schon. Let's go. 5 steigern. Verdammt nochmal, das hätten wir letztes Mal machen können, dann hätte ich das Psi-Labor vorher bauen können. Okay, ist hab aber ich den jetzt da reingesetzt? Nee. Wollte den doch. Ja, so ist gut. Jetzt, ne? Jetzt sind da 2 Gremlins drin, ja, ne? 37. Jetzt sind da zwei Gremlins drin, ja. Und wo sind die anderen beiden? Einer ist hier und der andere auch. Okay, das heißt, wir haben keine mehr über. Das ist ganz gut zu wissen für die Übersicht. Ja. Ja. Gut, hervorragend. Hier kann ich jetzt noch jemanden reinstellen. Statt da. Wir brauchen mehr Ingenieure. Ich finde, die XCOM-UFO-Attacken-Mission, die hat einen Ingenieur als Belohnung. So. Jetzt ist es offiziell. Achso, wolltest du? Nee, den Rest können wir dann bauen, oder? Wenn es soweit ist? Ja. Oder wollte ich noch was bauen, was. Nee, das passt schon. Wir gehen wieder hier, wir fliegen noch wieder rüber und 2 Tage noch. Setze Kurs auf Sektor 10. Mal die sehen, was. Östliche Huch. USA. Falsche Richtung! Oh Mann! Ach so. Wir sind gerade einmal um die ganze Welt geflogen. Ja. Die Vorräte und den ganzen Tag. Wieso, was? Ist nicht noch ein Tag? Ich hab 2 Tage rum. Achso. Wir hören Sie! Plus 45 Vorräte! Yes! Neue regionale Kontakte gefunden. Okay. Ja, viele, viele Sachen. So. Ja, wir sind auch bestens ausgerüstet. Was nun? Theoretisch könnten wir die Alien-Geheimeinrichtung direkt angehen. Ja, willst du das machen? Von mir aus, ja. Wir machen. Gut, dann machen wir hier ein kleines Päuschen und in der nächsten Folge können dann, ja, ist mir egal, wer das von euch macht, einer von euch kann das machen, Timo oder Lukas. Rennen dann in die Alien-Geheimeinrichtung und werden sie zerstören. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.